Design ist ein Thema, zu dem hat jeder eine eigene Meinung. Kritik bedeutet ja nicht, dass irgendetwas schlecht oder gut ist, sondern das ist einfach eben genau diese Auseinandersetzung mit etwas, was einen bewegt. BMW hat angerufen und hat gesagt, Matthias, wir haben hier so einen kleinen Jungen, der interessiert sich sehr für die BMW-Technik, für das BMW-Design und wir haben eine Frage, die ein bisschen kritischer ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Domagoj darauf reagieren wird und wie er ihn einfangen wird, weil das Thema Niere ist ja momentan, sagen wir mal, in aller Munde. Man kann es nicht allen recht machen, aber man kann natürlich den Leuten das versuchen zu erklären, was uns dazu bewegt, dass das Auto so aussieht. Ich muss ihn gar nicht überzeugen, sondern er muss eigentlich nur verstehen, wie Design entsteht. Hi Zeno, ich bin verantwortlich für das BMW-Design. Ne? Du hast ja einen Brief geschrieben, all die Fragen, die du hast, ja, die würden wir dir halt gerne heute ein bisschen näher erklären. Und deshalb sind wir jetzt hier in der BMW Klassik. Ich möchte dir ein bisschen zeigen, die Historie von BMW. Komm einfach mal mit. Hallo, hallo. Hey, Matthias. Ne? Hi. Schau mal, wen wir hier haben. Kennst du den? Zeno, grüß dich. Hallo, Matthias, hallo. Na, alles klaro? Alles klar. Herzlich willkommen in der BMW Klassik. Wir beide, wir werden den Domagoj quizzen. Wir werden ihn ausquetschen wie eine Zitrone über das BMW-Design. Was war denn die Kernfrage, Zeno, nochmal in deinem Brief? Also im Brief ging es hauptsächlich darum, warum jetzt BMW sich für dieses neue Nierendesign entschieden hat, also diese große neue Niere. Ja, das ist auch schon mal eine ganz gute Einleitung, weil hier kommen wir mal gerade an die Anfänge von BMW. Ja? War eigentlich der erste Traumwagen von BMW, ja? Aber das ist ein 328 und du siehst ja, wie die Niere gestaltet war. Schon damals war die Niere jetzt nicht einfach nur ein kühler Einlass, sondern schon sehr, sehr charismatisch. Ja? Und du siehst auch, da war sie ja schon relativ groß. Wie so ähnlich wie bei den aktuellen Modellen. Ja, das war auch meine Vermutung, dass man vielleicht mal wieder das alte Design aufgegriffen hat. Ja, Zeno, das ist natürlich eine längere Geschichte. Und deshalb glaube ich, gehen wir mal weiter, ja? Weil da kommen ja noch ein paar Autos. Hier sehen wir jetzt hier ganz viele solche großen Nieren, große Nieren, große Nieren, große Nieren. Also wurde fast langweilig, wie immer im Design. Du willst halt irgendwie immer so the latest shit haben. Ja? Und das ist einfach so, dass hier eine Zeit lang sehr, sehr viele große Nieren waren. Da sind zwei Autos, die für BMW ganz elementar sind. Also die überhaupt so den Grundstein gelegt haben, wieso höchstwahrscheinlich BMW so ein Love-Brand wurde. Ja? Das ist hier die neue Klasse. Ja? Und damals, in den 60er Jahren, war das das erste Auto, was sowohl elegant war als auch sportlich. Man konnte mit Hut sehr schnell fahren. Rein Sechszylinder. Mit Hut? Mit Hut, ja. Ja, deshalb, das ist die Silhouette. Ja? Und Zeno, wenn wir jetzt noch mal auf die Nieren kommen, ne? Weil das ist ja eigentlich das größte Thema, nicht nur bei dir, sondern bei allen Menschen da draußen. Darf ich eine Frage vorher stellen? Natürlich. Bist du verantwortlich für die Niere? Für die neue? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und hast du die gezeichnet? War das deine Idee oder wie hat man sich das vorzustellen? Ich meine, du bist der Chefdesigner, du hast am Ende den Hut auf, um bei dem Thema zu bleiben. Aber hast du es dir auch ausgedacht? Nein, also das ist ja nicht so. Ich zeichne so und so nicht mehr selbst. Ja? Du hast ein Team, 120 Designer und da sind auch manche, naja, nicht ganz so jung wie du, aber die lieben alle BMW. Die kennen sich hier höchstwahrscheinlich besser aus als ich. Ja? Vielleicht sogar besser als der Matthias. Ja, also das sind sehr die Leute, die wirklich diese Marke lieben. Und die sind Designer geworden. Du hast ja selbst gesagt, du willst vielleicht auch Designer werden. Und das heißt, sie beschäftigen sich damit, wie kann man all dieses, das, was BMW auszeichnet, auch in die Zukunft bringen. Aber grundsätzlich hier die Nieren. Du siehst, hier geht die Niere nicht mehr übers ganze Auto, sondern hier fing es an, das Auto, das BMW irgendwie gesagt hat, okay, Breite ist auch gut. Also, dass das Auto auf einmal in die Breite ging, Doppelscheinwerfer, auch eine Ikone von BMW, kommen wir auch noch drauf, hast du ja auch gesagt. Aber du siehst, die Niere ist nach wie vor höher als breit, aber ist schon deutlich kleiner geworden. Ne? Und jetzt nämlich, das letzte Auto, was wir hier in der Klassik uns angucken, ist ein E36. Ja? Und das ist nämlich ein guter Übergang dann zu der Moderne. Also 60 Jahre später fing an, die Niere
in die Breite zu gehen. Ja? Davor gar nicht. Ja klar, für dich ist das hier ein alter Hut. Ja? Ja. Aber das heißt, ganz, ganz lange BMW war eigentlich nur bekannt mit den hohen Nieren. Und hier auch die Doppelscheinwerfer. Ja? Also auch eine Sache, wo du gesagt hast, dieses Doppelrund ist ja ganz typisch. Hier auf einmal hinter einem Glas. Und auf einmal fing man an, in die Breite zu gehen. Das war das erste Mal, dass er hinter Glas war. Ne? Das weiß ich noch, als es rauskam, dachte ich so, okay, das ist jetzt echt irgendwie neu. Das war für mich so ein bisschen, wie für dich jetzt, glaube ich, gerade die Niere so ist. Dachte ich so, okay, das ist echt ganz komisch. Auch die Automotor und Sport und so, die haben alle geschrieben, so, oh, BMW verwässert sein Design und so weiter. Aber letzten Endes rückblickend muss man einfach sagen, okay, ja, klar, Veränderung. Aber es hat sich einfach weiterentwickelt, um in die Zeit zu passen. Genau. Und jetzt sind wir natürlich wieder Zeitgeist, ja? Und wir wollen auch vor allem nicht, das ist ganz wichtig, Zeno, nicht allen BMWs jetzt so eine riesen Niere verpacken, sondern das ist ganz spezifisch bei einem Modell, dass wir das gemacht haben. Und ich erkläre das gleich in der BMW-Welt, warum. Ja? Ja, jetzt waren wir in der Steinzeit und jetzt fahren wir mal in die Gegenwart und in die Zukunft, ja? Und wie fahren wir dahin? Mit der Vergangenheit. Ja? E30 M3. Zeno, hast du Bock? Fahren wir zusammen? Klar, gerne. Freue mich. Ja, auf jeden Fall. Mach dir schon mal die Tür auf, ja? Dann kannst du schon mal einsteigen. So. So, Zeno, BMW-Welt. Jetzt kommen die modernen Autos. Hallo, ich bin mit einem modernen Auto gefahren, deshalb bin ich schon vor einer halben Stunde angekommen. Also schau mal, da haben wir ja den M4, mit dem kannst du ja schon ganz gut leben. Hast ja gesagt, bei dem muss es genauso sein, oder? Weißt du, was hier auch gerade besonders ist? Schau mal, wir haben ja auch hier kein Chrom mehr. Weißt du, normalerweise hat ja jeder BMW so eine Chromniere-Umrandung, ne? Und die haben wir es ganz bewusst nicht gemacht, weil Chrom ist ja quasi einfach nur Schmuck und so Lametta. Und das ist ja ein Performance-Produkt. Also haben wir gesagt, wir machen einfach gar kein Chrom mehr drauf, damit das vorne einfach nur aussieht wie eine Turbine. Das ist hier ein X5M und ein X6M. Also du siehst, die Niere ist ja groß, präsent, nach oben öffnend. Ja, ja. Siehst du, die wird so ein bisschen breiter nach oben, weil die Leute, die so ein X5 fahren, die wollen schon zeigen, ja, here I am. Ja? Ich hab's geschafft. Genau. Und jetzt X6. Ja, das ist sozusagen das Coupé von dem Auto. Ne? Gleiche Leuchten, hat auch gleiche Motorhaube. Aber guck mal, die Niere, die öffnet so nach unten. Wie eigentlich der untere Lufteinlass von einem M-Auto. Ja, das sind immer diese Trapezoiden. Ja. Und das haben wir jetzt in die Niere gemacht. Weil die Niere ist der Unter-, also wirklich der Differentiator zwischen allen BMWs. Und das machen wir jetzt für jedes Auto anders. Und weil das eben so ein Auto ist, was näher an der Straße ist, Sportcoupé, eben als X-Modell haben wir die Niere eher wie bei einem Sportwagen. Der 8er hat die gleiche Niere, ja? Bloß halt natürlich nicht so breit. Ich habe mir noch was überlegt, ein kleines Quiz. Wie kommt ihr denn jetzt auf die Idee? Also fangen wir erstmal leicht an. Ne? Wie alt ist BMW? Seit wann gibt es BMW? Ich glaube so seit 1916, glaube ich. Was sagst du? Also ich weiß, dass es über 100 Jahre sind, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welches Jahr das Gründungsjahr war. 1916 stimmt ganz genau. Ja, okay. Ein Punkt für Zeno. 1-0 für Zeno. 1-0. Fängt ja super an. Genau. Welchen M-Modell gab es als Touring? Eins, mehrere? Ja, pass auf, jeder sagt ein, okay. Dann ist es gerecht. Okay. Okay? Also ich weiß, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Norbert, hat mit mir zusammen 2001, glaube ich, die Rennlizenz gemacht in Zandvoort. Okay. Und der ist damals mit einem M5 E34 Touring gefahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der E61 mit dem M5 mit dem 10-Zylinder war. Mit dem... Jo. Ja, sehr gut. Da kennt sich jemand aus. Ich würde sagen, aber Zeno, du hast gewonnen. Er hat gewonnen, er wusste genau. Es hat gerade geklingelt. Ist schon angekommen. Hat gerade geklingelt. Ach so, du bist ja bei. Ja, es hat geklingelt, genau. Willst du es holen oder? Ja, ich komme gleich wieder. Ich hol's dann mal schnell. Ja, okay, hol's mal, damit wir zeigen, was du bekommen hast. Was wir alles können. Was wir alles können. In der Sekunde. Magisch. Ah, da ist er ja. So, jetzt. Ich bin gespannt aufs Design. Ja. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, okay. Danke. Dann gehen wir jetzt
eigentlich zu dem Problemkind, zum Vierer. Ja, komm mal mit. Das glaube ich nicht, dass du das Problemkind nennst. Naja, in den Augen für uns ist es halt ein wunderschönes Auto, hast du ja auch vorhin gesagt. Also, hier, schau mal, Vierer, ne? Eigentlich so wie genau das gleiche wie der E9, bloß in seiner Zeit ein wunderschönes Coupé. Ne? Das Einzige, was wir hier, sagen wir mal, anders gemacht haben als bei all den anderen Fahrzeugen, ist die Niere. Ja? Und die Leute kaufen das, weil sie eben aus der Masse hervorstehen wollen. Ja? Das ist halt die humane Version vom M3, M4. Deshalb ist auch die Niere ein bisschen noch ästhetischer gestaltet. Ist aber natürlich enger verwandt mit dem M3, M4 als der 3er. Ja? Aber jedes Auto hat ja unterschiedlichen Charakter. Das eine Auto muss eleganter sein, das andere muss ein bisschen fokussierter gucken. Du hattest noch die Angel Eyes im Brief. Genau, lass uns mal darüber sprechen. Ne? Es sind ja nicht mehr runde Kreise, sondern wie hier beim Vierer, sondern so Halbkreise mit Ecken. Halbkreise mit Ecken? Ja. Wie heißen eigentlich Halbkreise mit Ecken in der Fachsprache? Squircle. Squircle? Squircle. Nee, aber warte mal, aber das ist ein ganz gutes Thema, ja? Weil, weißt du, wieso die damals rund waren, die Scheinwerfer? Das, was du sagst, ist typisch BMW. Rund waren die ja deshalb, weil der Reflektor rund war. Also wie bei einer Taschenlampe heute. Das heißt, die Technik, die war nicht nur bei BMW rund, sondern bei allen war sie rund. Okay. Stimmt. Und heute macht selbst Porsche nicht mehr rund, sondern machen 4 Punkte oder so. Weil sie es nicht mehr brauchen. Genau. Einfach. Was wir aber wollen, ist, dass ein BMW immer eine Zwillingsfunktion hat. Das heißt, du siehst jetzt hier immer 2 Funktionen. Und die sind immer gleich. Hinter uns ist ja der iX. Ja, iX hast du sicherlich auch mitgekriegt, ja, dass wir da noch ein komplett was Neues gemacht haben. Ja, Alter, sieht der geil aus. Und jetzt schau mal von vorne wieder. Fangen wir mal bei den Leuchten an. Ne? Das, was du hier siehst, ist noch mal eine ganz andere Form an Scheinwerfer. Ja? Aber du siehst von weit weg immer 2 Funktionen, die exakt gleich sind. Die Technologie heute ermöglicht halt eben, Licht aus ganz anderen Formen zu machen. Also wir nutzen eigentlich, wie auch damals BMW, immer die latest technology, um sozusagen unsere Marke zu stärken. Leuchtet es ein bisschen ein, oder? Und ja, das ist der Grund, wieso es nicht rund ist. Ja? Okay, verstehe ich. Dann fahren wir ins Design, oder? Und malen ein Auto, so wie es der Zeno sich vorstellt. Okay. Weißt du, was das für ein Auto ist? Daneben, das ist der E4, oder? Genau, genau. Weil den haben wir auch extra bestellt, weil ich meine, noch kann man den ja nicht kaufen, aber wollte ich jetzt auch zeigen. Aber ich habe dir ja schon alles zum Vierer gesagt und im Juni oder so erzählen wir dann ein bisschen mehr dazu. Hä? Aber eigentlich ist es das Gleiche wie beim Vierer, nur dass der mit 4 Türen kommt. So. Okay. Aber das ist jetzt eine Premiere, ne, dass wir hier in einem iX durch die Stadt fahren. Ja. Das erste Mal. Das ist jetzt die 3. heilige Halle, die du heute siehst, Zeno. Die 3. Und da, also ich war da noch nicht drin. Okay, komm, wir zeigen es euch mal beiden. So, komm, gehen wir rein. Ja, okay, gehen wir rein. Ja. Hallo. Hallo. Zeno, kennst du die Anne? Anne, Designerin von mir, hat M3, M4 designt. Hi, Zeno. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und vielen Dank übrigens dafür. Ja, danke. Das ist ja geil. Ja, ich freue mich, Zeno. Zeno, jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Aufzugfahrt. Jetzt würdest du ja gerne mal ein Auto gestalten oder gestaltet bekommen, so wie du es dir vorstellst. Genau, und dafür haben wir ja die Anne da. Und dafür gehen wir jetzt mal hier rein. Genau, komm einfach mit. Bitte nach dir. Anna, hier liegen schon sehr, sehr krasse Zeichnungen, finde ich. Eine der krassesten finde ich das hier. Ja, ich habe mal ein paar Skizzen mitgebracht. Das sind jetzt teilweise Skizzen vom i4 und das ist jetzt vom M4 und M3. Das sind das so Initialskizzen gewesen. Die sind auch noch jetzt, also sind nicht veröffentlicht oder so. Und genau, hier zum Beispiel ist eine Skizze. Da habe ich dann die Flächen schon so modelliert, damit man schon so richtig so ein 3D-Gefühl kriegt. Damit wir dann auch, dass das Auto schön modelliert ist und an die richtigen Stellen Licht und Schatten fällt, damit es dann nachher auf der Straße richtig schön und dynamisch und cool ausschaut.
So, Zeno, was magst du denn, dass wir zeichnen? Was hast du denn... Das Auto sollte so in die Richtung von so einem Vierer, i4, so in die Richtung gehen, M4. Also so ein Sportcoupé, also so ein elektrisches Sportcoupé. Ja, was ist mit dir los? Wieso machen wir keinen Zehnzylinder da rein? Ein elektrisches Sportcoupé ist auch nicht schlecht. Ja, also ich glaube, du willst ja auch für deine eigene Zukunft sorgen. Und da ist, glaube ich, ein Elektrofahrzeug schon ganz cool, oder? Ja, genau. Wir fangen jetzt am besten an mit so dreiviertel Front. Schweller, den wir hier oder in der Bodyside, diesen Lightcatcher, den wir haben, der wäre jetzt hell, das heißt, den schraffiere ich jetzt nicht. Und hier innen würde es dann irgendwie starten, dass dann quasi hier ein Schatten drunter entsteht und dann ist diese Fläche, die so runtergeklappt ist, die ist dann dunkler. Ich schraffiere die jetzt mal. Und dann hat man so wirklich so eine Aufteilung in der Seite und das ist dann ganz cool, weil das dann das Auto dann auch leicht ausschaut. Zeno, wenn ich einen Radierer holen soll, musst du Bescheid sagen, ne? Genau. Ja. Da muss die Anne nochmal von vorne anfangen. Ja, du musst sofort sagen, Zeno, wenn du... Das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Also ich finde das... Doppelstreben. Aber das finde ich, ehrlich gesagt, auch nicht mal so schlecht. Okay. Na, dann haben wir ja gerade mal noch Glück gehabt. Das hat jetzt sowas vom neuen M4 mit diesen Waagrechten. Mhm. Oh, jetzt kommt der Chef, Anne. Jetzt ist Abnahme. Und Zeno, seid ihr vorangekommen? Habt ihr was Schönes gestaltet? Ja. Komm, sag mal, was du dir da überlegt hast und wieso es so aussieht und was du damit ausdrücken wolltest. Also, es ist ein Elektroauto. Es ist ein Dreitürer. Es geht eine durchgehende Linie von den Frontscheinwerfern über die Tür bis zu den Heckscheinwerfern, die dann wieder da anschließt. Wir haben vorne eine breite Niere, wie beim 8er ungefähr, oder M8. Auf dem Dach sind zwei kleine Finnen, die übergehen in den Heckdiffusor. Der Heckdiffusor nimmt ihr dann auf, die beiden Finnen, und neben diesen zwei Finnen sind nochmal zwei Finnen, quasi als Ersatz für die Endrohre, weil es ja ein Elektroauto ist. Wir haben ein durchgehendes Hecklicht, das heißt, es geht durch. Okay, ist gut. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Ja. Jetzt frage ich dich mal ganz kritisch. Es ist ja ein Elektroauto, ne? Wieso hast du trotzdem eine Niere gemacht mit so Kühlrippen? Es ist BMW. Man erkennt, dass es ein BMW ist, auch an den zwei Zwillingslichtern in den zwei Runden. Ja, das ist schon mal ein gutes Argument. Also das erzähle ich auch immer. Ja, ist ein BMW, egal ob elektrisch oder nicht. Aber dass die Leuchten rund sind, ist dir schon wichtig, oder? Also der schaut dann böser, finde ich, wenn die Leuchten so rund sind und abgeschnitten sind von dieser Linie. Lässt ihn böse. Ja, das stimmt. Das ist gut, ja. Böse. Nee, aber grundsätzlich ganz gut. Ja. Jetzt hättest du das selbst gezeichnet, hätte ich gesagt, ja, mach doch mal ein Praktikum bei uns. Ich bin ja echt happy, dass du das jetzt hier gemacht hast. Ich meine, ich hoffe, du hattest aber auch einen schönen Tag hier, dass wir jetzt so viel für dich gemacht haben. Ich meine, wir haben ja alles aufgefahren, was geht. Aber ich glaube, das hast du alles jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, oder? Ja, habe ich. Der Matthias übrigens auch. Sie fühlen ja auch alles. Ich war das erste Mal hier, tatsächlich. Ja, war ein schöner Tag, hat uns gefreut. Und dann machen wir jetzt mal hier Feierabend, ne? Und gehen alle nach Hause. Er muss zurück, ich muss nach Hause, sie muss nach Hause. Schön, dass du da warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ciao. Ja, ciao, Zeno. Ciao, Zeno. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.